Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und der Zug ist in 800 Metern da. Es zählt jetzt einzeln schon die Meter runter. Ich weiß gar nicht, von welcher Richtung der kommt. Aber ich nehme an, aus dieser hier. Deswegen gucke ich so gespannt in die Richtung. Der Zug kommt in Kürze 8,3 Kilometer. Was? Hallo? Was? Wo ist mein Zug? Ah. Eieieiei. Hoppala. Also die fahren alle 8 Kilometer für zum Zug. Ist schon mal gut. Der ist gemietet. Achso, erstmal Motor starten. Guten. Geht. So. Dann fahren wir mal unter die Verladeposition. Dann laden wir den Raps ein. Und dann werden wir den ganzen Raps einfach mal verscheuern. Ist nicht toll? Passt. War schon ganz gut, die Bremse. War schon ganz gut, die Bremsung. So, interessant ist, dass es oben auch ein Trecker-Symbol hat. Und dass man hier auch durchschalten kann durch die einzelnen. Abdeckung öffnen, Abdeckung öffnen, Abdeckung öffnen. Okay, Abfüllung starten. So, wir sind fertig. Und dann würde ich sagen: Vollgas in Richtung Kartenkante. Und dann verkaufen wir das ganze Zeug. 2 Minuten haben wir bis jetzt gebucht, den Zug. Ich habe mal um 8.36 Uhr, habe ich, glaube ich, angefangen zu buchen und da stand da 3,4 Kilometer weg oder sowas und dann habe ich da jetzt gerade noch gewartet. Also wenn man ihn bucht, dann sieht man auch, wie weit er noch weg ist. Das ist schon mal ganz okay soweit. So, gucken wir nochmal ins Cockpit hier der Bahn. Oh, sieht das schön aus. Mhm. Das Innenlicht an. So, Bahnübergang. Sehr schöne Gegend hier. Ich glaube, genau solche Bahnen kannst du auch fahren in diesem Bahnsimulator. Ich glaube, das ist, sieht so ähnlich aus. Ich wollte immer mal einen Train Simulator irgendwann spielen, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Hier schneit sie übrigens rein. Irgendwie ein bisschen undicht die Bahn. Naja. So, jetzt haben wir Durchfahrt durch den Bahnhof. Einmal anhupen. Oh. So, nein, das möchte ich nicht abkippen. Und ja, ich möchte den Inhalt des Zuges verkaufen und wir bekommen 88.250 Euro Einnahmen plus 4.185 Euro Umweltbonus. Das war doch mal ein richtiger Schlag in die Kasse. Kann man nicht anders sagen, das ist genauso, wie wir es haben wollen. Richtig viel Schotter. Und da könnten wir schon wieder ein bisschen Kredit zurückzahlen. Und das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, dass wir jetzt vielleicht mit dem Mafut-Kredit ein bisschen runterkommen. Oder vielleicht ein bisschen finanziellen Spielraum für die neue Ballentechnik dann nachher am Ende haben. Weil wir werden ja noch die große Ballentechnik kaufen, damit wir die ein bisschen besser durch die Gegend transportieren können. Transportieren? Oh Gott, oh Gott. Naja. So. Ansonsten, ja, unsere Felder liegen hier erstmal vor sich hin. Ich muss abpassen. Ich glaube, im April kann ich Hirse einsäen. Das muss ich dann, da muss ich dann wieder auf Zack sein, da hinten, diesen Acker sozusagen bearbeiten einmal. Und dann habe ich jetzt aber auch dann nichts mehr jetzt in der nächsten Zeit zum Verkaufen. Also so richtig, womit wir Geld machen können, haben wir dann erstmal nicht. So, wir haben nämlich jetzt noch Brot. Theoretisch könnten wir jederzeit ein paar Eier verkaufen, wenn es jetzt ganz schwer wird. Aber das hat schon mal ordentlich Geld gebracht. So, wir haben noch Brot. Und das müsste jetzt eigentlich am höchstpreisigsten ist es bei Red Marble Bowling Restaurant oben. Okay, für 3.300 das Brot. Und das ist auch, ja, auch ein sehr guter Preis. Das heißt, wir werden jetzt hier in den Hänger erstmal hier stehen lassen. Dann werden wir in den anderen nehmen und dann werden wir unser Brot zum Bowling Point bringen. Und mal gucken, wie viel Geld wir damit noch machen werden.
Das sollte ja auch noch ein bisschen was bringen. So, und oben sind die ersten Kleidungsstücke sind fertig. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Also es gibt so viel Neues, so viel schönes Neues jetzt hier auf dem Hof. Ich will ja gar nicht aufhören zu spielen, hätte ich fast gesagt. Also nee, ich bin jetzt schon wieder seit... Nee, das liegt auch nicht an den Gurten, dass der da so einen Quatsch macht. Gibt es Spanngurte lösen, Markierung, Spanngurte aktivieren, Steuerung J. Spanngurte aktiviert, keine Ahnung, Europaletten 5 von 20. Da war nichts drauf. Ah, okay, da waren die... Ah, okay. Weil ich das direkt abladen lassen habe, hat er nicht mitgekriegt, dass die Paletten runter waren. Okay, gut. Okay, gut, ja, nee, verstehe ich. Aber leider gut, Europaletten ist ja richtig fürs Brot. Dann kippelt auch nicht mehr ganz so schlimm. Wenn ich mir denke, dass er noch 5 Euro Paletten drauf hat. Na gut, okay. Naja, dann müssen wir gucken, wie das so läuft. Also ich darf nicht direkt abladen, ich muss mal abladen lassen. Gut, dann das ist ja auch gut, wenn man das gelernt hat. Ja? Dann ist ja lernfähig. Vielleicht war das auch das Problem mit dem anderen, dass ich die Ballen mal irgendwann abladen lassen habe und er hat die nur noch als aufliegend gehabt und deswegen waren die als Extragewicht. Nee, eigentlich habe ich das ja... Nee, ich habe den bloß auf dem Feld benutzt, ne? Ich wäre damit nie irgendwas, habe ich damit irgendwann mal was richtig direkt verkauft. Aber war ja zu sehen, weil ich 100 hatte oder 108 mit Maler, ist er so langsam geworden, hat er ja gar nichts bekommen. Kommt er da jetzt rum. Mag auch an der Leistung. Ja. Achso, Bäckerei, ja. Das habe ich gerade. Dachte ich, bin schon vorbei an meinem Ziel. War gerade irritiert, weil gerade noch eine Nachricht kam und dann dachte ich so, hä, bin ich hier mit? Aber ich muss jetzt Bäckerei. Genau. Oh, meine schönen Weihnachtsbäckerei. Ganz viel Brot steht da wahrscheinlich rum. Ja, das hat das letzte Mal schon sehr, sehr gut quasi Geld aufs Konto gebracht, weil wir die Bäckerei hier entlastet haben, beziehungsweise das Brot hier geholt haben. So. Machen wir den Autoloader mal an hier und dann fahren wir noch mal langsam mal ran. So, jetzt verstehe ich wieder die eine Lücke da nicht, ne? Das ist mir noch... Zwei Etagen macht er anscheinend auch nicht. Doch macht er. Moment, Moment, bin ich festgefahren, Entschuldigung. Bin da nicht so der ganz große eventuelle Rückwärtsschieber hier. Im Gelände, ja. Ich muss den Trigger jetzt natürlich ein bisschen gerade ziehen. Zu gerade gezogen. Oh, habe ich mich festgerammelt. Mit viel Druck nach hinten ziehen. So. Mehr als 2 E macht er nicht, aber okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich was auf dem Anhänger drauf. Und damit gab es zum Bowling Point. Das sind jetzt 20 Paletten. Ach, ich hätte jetzt dann gleich querfahren können, ne? Naja, gut, ja, egal. Ich jetzt nicht allzu viel. Also ich hätte quer und dann über das Betriebsgelände fahren können. Naja. So, hier müssen wir rein. Wenn wir zum Bowling Center wollen, jetzt interessiert mich eigentlich mal, ob hinten dieses, hinter dem Bowling Center die Dings immer noch dann dastehen, wie sie dastehen sollten oder so. Weiß ich nicht. 20.000 Brote. 20.000. Das ist auch weit über 60.000, wenn wir jetzt hier alle drauf haben, ne? Aber da haben wir ein ganzes Jahr für gearbeitet. Ja, das muss man ja dazu auch sagen. Also da haben wir ja fleißig
viele, viele Folgen für gearbeitet, dass wir jetzt so viele Brote haben können und so viele Brote verkaufen können. 5 Pakete haben wir dann noch stehen, also dann kriegen wir nochmal, also 25.000 Brote haben wir jetzt dieses Jahr im Verkauf. Oha. Oh, 20.000 Brote, das sind natürlich auch 20 Tonnen, ne? Ein Kilo? Durchschnitt ein Kilo für ein Brot, 2 Pfund? Ja. Ich weiß, ein Pfund ist 100 Gramm, ne? Das ist mehr als ein Kilo für ein Brot. Gut, okay, da darf er schon mal ein bisschen schnaufen hier. Wir gucken gleich mal, was in der Kiste riecht. So, dann haben wir hier am Bowling Center. Das Bowling Center braucht Brot. Keine Ahnung, ob sie da ihre Pins draus herstellen oder so. Weiß ich nicht. Ah, es steht nicht mehr da. Doch, steht wieder da. Es steht wieder da. Aber die Kugel ist nicht da. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal... jetzt da ranfahren. Ich glaube, Abladerichtung ist noch hinten. Upsala. Ist nicht mehr eingedreht. Also die Pins stehen da, aber der Ball ist weg irgendwie. Keine Ahnung, hier lachen irgendwie mit dem Basketball oder irgendwas lach hier rum. Wenn man da Bowlingkugel arbeiten konnte. So, dann hier abladen. Und dann zählt jetzt das Geld hoch. Schaut es euch an. 66.770 Euro durch verkaufte Produkte. 3.166 dazu bekommen nochmal. Und ein knappes Viertel davon haben wir ja nochmal. Oder tut ihr so, als wenn der immer voll ist? Das kann natürlich sein, dass der irgendwie immer tut, als wenn der immer voll ist. Und deswegen kippelt er so komisch. Weil er dann eigentlich die Gegenlenkung quasi durchs Gewicht kommt. Weil wo er voll war, hat er diese komischen Veranstaltungen da hinten nicht gemacht, ne? Der Hänger. Nicht so komisch ausgerastet. Naja. Auf jeden Fall hat das schon mal richtig gut schon wieder Geld gebracht. 66.000. Und dann stehen ja noch 5 Kisten da. Gehen wir nochmal ein Viertel nochmal drauf, also nochmal 15.000 ungefähr. Hm. Das ist mal ein Kontostand, ne? So ein Kontostand hat man ja wirklich nur mal dann, wenn ich richtig fett Kredit aufgenommen habe oder das Land mal gekauft habe für 400.000. Ja, und durch den Umweltbonus verdient man natürlich jetzt immer für die neue Technik mit, ne? Also das, was wir da neue Technik gekauft haben, diesen Sensor und die Maschine, die 90.000, das verdienen wir ja nur dadurch, dass wir jetzt da auch wirklich... Warte mal, versuchen wir durch. So, dann nehme ich 5 Brote noch mit und bringe die gleich weg. Oh weh. Wie gesagt, also da hätten wir ja... Da hätten wir jetzt ja an vielen Stellen jetzt den Bonus gar nicht so in der Höhe gekriegt, wie wir ihn gekriegt haben. Von daher verdienen wir da ja dann dafür mit und rechnet sich das dadurch dann auch schon die Investition, die wir da gemacht haben. Ich rechtfertige jetzt die Investition, die ich da gemacht habe, ja, aber genau aus diesem Grund. Auch für mich selber rechtfertige ich das so ein bisschen, dass ich das dann habe. Cool. Naja, und jetzt haben wir knapp 20.000 oben draufgekommen, also 180.000, dann haben wir also 90.000 durch die Unmengen an Raps gemacht, also auf 2 Feldern. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt am Ende sogar, naja wohl, obwohl ich hier, naja gut, ja, ich habe viele. Ich habe noch jede Menge Getreide da, also kann ich auch nicht so sagen, ne? Das ist jetzt so extrem viel anders ist. Aber gut, wir haben natürlich auch jede Menge Zeug von anderen Feldern gekriegt.
Also da nehmen wir ja jetzt so ein bisschen von, dass wir aus den Aufträgen das Getreide zugegeben gekriegt haben. Das muss man ja jetzt dann fairerweise auch so zugeben. Oh, da waren die nächsten 1100 für die ersten paar Brote, die schon mal im Wagen gingen. Gut, 180.000 haben wir jetzt auf der hohen Kante. Das ist schon sehr, sehr gut. Gutes Geld, gefällt mir gut. Schön. Da kann man auf jeden Fall beim Kredit erstmal zurückzahlen und wir wissen, dass wir so ungefähr roundabout 200.000 jetzt wieder als liquide Mittel insgesamt nutzen können für alles, was wir besitzen. Das ist auch schön. Das heißt also, die Ballentechnik können wir uns auf jeden Fall leisten dann, wenn wir sie brauchen, und theoretisch wäre jetzt noch ein Schafstall drin, ne? Mit Schafen. Dazu, wenn das jetzt dann nochmal aber wenn jetzt absehbar ist, dass unsere Textilfabrik irgendwie ins Leere läuft, könnte man das als Investition immer noch mal nehmen. Weil die Rasenfläche, die wir haben, wird auch noch für einen weiteren Stall reichen. Ich habe ja jetzt bei weitem nicht immer dann, wenn ich Gras mähen konnte, auch das Gras abgemäht und dann zur Verfügung gestellt für die Tierchen. Aber da müssen wir natürlich darauf achten, dass das einigermaßen gut läuft. Und ja, da werden wir jetzt noch mal hingucken. Das heißt, ich fahre jetzt oben rum zu unserem ersten Schafstall, gucken wir nochmal, wie viel Gras da davor liegt, und dann fahren wir unten rum zu dem anderen Schafstall und gucken, wie viel Grasballen da noch davor liegen. Sollte eigentlich noch ausreichend sein. Wir sollten es zumindest so hinkriegen, dass wir jetzt voll sind mit den Nahrungsmitteln, bevor dann nachher jetzt dann im Januar, Februar ich dann keinen Rasen mähen kann, weil mit Schnee oder so. Aktuell könnte ich nämlich nochmal schnell den Rasenmäher scharf machen und eine Runde drehen. Wenn es dann unbedingt sein müsste. Wie gesagt, das können wir dann in 5 Monaten nochmal drüber reden, wenn ich dann die Wolle, die bis dahin produziert wurde, zur Spinnerei bringe oder zur Schneid, ja, zur Spinnerei bringe. Und wir dann sehen, wie viele Monate quasi damit dann dort jetzt was gemacht werden kann und ob ich dann in der Zeit schon mal ein bisschen mehr Wolle produzieren muss. Vielleicht kriege ich aber auch Baumwolle irgendwo her. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, kaufen kann ich sie nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich Baumwolle kaufen kann, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich auch ein merkwürdiger Trade, den man da machen würde, auch wenn irgendwie Unkraut hier auf dem Feld drauf ist. Komplett voll. Oh. Voller die Waldfee. Ja. Nee, also das, die Dollarzeichen im Gesicht, beziehungsweise die Euro-Zeichen, die ich jetzt im Gesicht habe, dadurch, dass dieser Verkauf hier sehr gut klappte, und wir sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben. Kann man nicht anders sagen. Also haben wir wirklich extrem viel gutes Geld verdient jetzt. Mit den zwei Sachen. Ja. Wie gesagt, also wir müssten jetzt irgendwann in Richtung Kuhstall noch gehen, dass wir einen Kuhstall haben. Dass wir dann Molkereiprodukte noch haben. Da will ich ja noch hin. Und dass wir dann, wenn wir die Molkereiprodukte und alles haben, dann langsam in Richtung Kuchen gehen können mit, also dass wir auch noch Kuchen mit herstellen können und sozusagen das nächste Premium-Produkt anbieten können nach Kleidung. Ein Premium-Produkt meine ich halt, dass es ein Produkt ist, wo man pro Palette richtig, richtig viel Geld mit verdient und das wäre schon ganz cool, wenn das klappen würde. So, dann gucken wir mal, wie sieht es hier aus hier oben. Ah, guck mal, da war schon wieder ein bisschen Wolle, ist schon wieder da. Hatte du das gerade auch, sehr gut. So, hier liegt auch noch genügend drin, ne? Und ihr seid auch noch voll. Das heißt, also, ich muss es jetzt nicht nachschieben. Okay, also wir kriegen hier noch diese Ballen. Ein paar sind schon raus. Ja, aber das geht noch. Also das wird noch ein paar Tage. Und wenn es voll ist, dann hält es ja auch noch ein bisschen an. Das Graslager wird auf jeden Fall bis April, bis zum ersten Schnitt oder so reichen, was wir da haben. Da müssen die Schafe dann nicht hungern. Gut, okay. Jetzt gucken wir beim anderen Schafstall, ob da auch noch Ballen davor liegen, aber ja, von beiden würde ich sagen, liegt einer noch davor. Ein oder zwei. Aber das würde auch noch ausreichen.
Dann ist es jetzt noch voll und dann rennt das noch hin. Zwei Ballen immer noch. Ich denke, das langt sogar. Gut. Alles klar, also für die Schafe ist gesorgt, für die Hühner ist gesorgt. Geld haben wir gekriegt. Und das sogar recht viel Geld. So, dann gucken wir nochmal. P, nicht P. Hier. Da, so. Also, als Produkte haben wir jetzt natürlich Kleidung. Könnte man theoretisch, wenn die jetzt schon im High ist, aber sie ist nicht im High, sie liegt jetzt gerade da. Eher im unteren Bereich. 12.000, dafür wollen wir es nicht verkaufen. Da hätten wir jetzt für den Stoff hätten wir dann mehr gekriegt. Da brauchen wir jetzt aktuell bloß noch 5.000 Fries. War also letzten Monat irgendwie ziemlich hoch, wo ich 7.000 für den Stoff gesehen habe. War sogar richtig hoch für den Stoff. Oder habe ich den Preisbus angeguckt? So, es kann sein, dass ich das Maximalpreisbus angeguckt habe. Und gar nicht den Live-Price. So, ja, ansonsten haben wir keine Produkte. Eier sind jetzt aktuell wahrscheinlich auch nicht mehr im High, weil da haben wir gerade ja richtig viel abgeliefert. Wo sind die überhaupt? Ei, was sehe ich da? Ja. Obwohl, 2400 ist jetzt gar nicht so niedrig. Also theoretisch könnte man auch nochmal die Eier verkaufen. Wie haben wir davon? Wir haben ja schon wieder mehr als zwei Paletten. So wie es der Weg lohnen würde. Naja, Ende des Monats stehen hier zwei Paletten, ne? Also da könnte man nochmal Eier verkaufen, aber gut. Okay, so, aber was wir jetzt machen, ist nochmal Kredit zurückzahlen. Da kann ich jetzt wieder noch neu leihen. Also ich war ja... Maximum 835 ist Maximum. So. Ja. Dann sind es bloß noch 640.000 Kredit. Sehr schön. Gut, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben Winter. Wir haben Geld bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.